Du. Könntest hier an den Poles lang gehen, ha? Ja, komm, das sieht stylisch aus. So wie so ein altes Schienensystem im Western. Und da lang denn die Morsekabel, Telefonkabel. Ist ja nicht so, dass wir auf einem Alien-Planeten sind und mit Hightech-Maschinen arbeiten. Aber ja, wir sind in einem Western. Da lang. Oh, das ist auch eine Sache, auf die ihr achten müsst. Wenn man neue Conveyor Belts baut und es liegen schon Sachen drauf, dann blockieren sie teilweise den gesamten Fortschritt. Muss man einfach kurz F drücken, die Sachen aufsammeln und dann rattert das ordentlich durch. Du weg. Und ich finde es einfach nur abgefahren, was für eine lange Strecke wir jetzt hier bebauen. Und es verursacht gar kein Leck im Spiel. Ich stelle mir gerade in Minecraft vor, irgendwie in Tekkit oder in Feed the Beast, in Technic World und ähnlichen Sachen, wenn wir sowas nachbauen würden. Wie viel Chunks dafür geladen werden müssten und wie sehr das ruckeln würde. Das ist echt nicht mehr feierlich. Und hier, ohne mit einer Windel zu zucken. Ihr habt ja meine Fabrik gesehen, die ich am Anfang gezeigt habe. Da waren noch wesentlich längere und weit verzweigte Förderbänder und Armsysteme und Schmelzanlagen und was weiß ich. Und trotzdem, null Leck. Das ist irre geil. Aber ja, Java ist halt doof. So, wo sind wir? Wir sind hier. Bringen wir euch auch mal näher ran an unsere Energiegewinnung. Und laufen mal mit einem Abstand zu diesem Pol hier. Das heißt, später kommt denn hier links Kupfer an, hier kommt Eisen an. Kohle haben wir hier überall genug, das reicht. Mehr, 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 mehr. Oh, Forschung ist gleich fertig. Dann kann ich euch den schönen Trick zeigen, den ich meinte. Wie man dafür sorgt, dass alles auf einem Band nebeneinander liegt. Das geht so fix. Also müssen wir wirklich unbedingt Fabriken bauen, damit das alles automatisiert wird. Also die Herstellung. Weil meine Warteschlange hier reicht jetzt schon lange nicht mehr aus, um durchgehend herzustellen, theoretisch. Ich vergesse es nur immer wieder. Also, Logistik wurde erforscht. Wir haben bekommen Untergrundbelts, Fast Inserter, Splitter und zwei neue Techniksachen wurden freigeschaltet. Ich hätte jetzt allerdings ganz gerne Optics. Kostet nur 10 Forschungspunkte, geht also recht flott. Und bringt Lampen. Mehr nicht. Macht einfach nur Licht. Aber das ist doch recht praktisch. So. Oh, Kohle fast alle. Das ist der einzige Haken hier unten. Das haben wir nicht automatisiert. Also theoretisch könnten wir jetzt noch ein Förderband hier irgendwo zwischenlang laufen lassen. Und das befüllt dann durchgehend die Öfen. Aber das machen wir später. Was wollte ich jetzt hier unten noch machen? Ich wollte eigentlich nur das Förderband weiter hochziehen, oder? Hoch, 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 hoch. Achso, und euch muss ich neu bestücken. So. Bitte 20 neue davon. Ja, die Kupferbänder lassen wir einfach direkt parallel dazu laufen. Also mach hier bitte einen Knick. Mach da bitte einen Knick und geh dann hier hoch. Oh, ich müsste wieder aufsammeln, das ist okay. Und hier hätten wir gerne noch mehr Packs drin. Packs, 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 Packs. Baum weg. Es staut sich jetzt schon aus, das ist schön. Und ja, abermals, ich hätte wieder oben Inserter hinstecken können. Dass das Ganze in die Kiste gepackt wird, aber pff, wir haben jetzt schon so viel Zeug davon. So. Hui, alles einsammeln. Und ihr merkt, es wird wesentlich mehr Eisen produziert. Wow. Gerade laufen will gelernt sein. Es wird wesentlich mehr Eisen produziert als Kupfer. Aber wir verbrauchen auch wesentlich mehr Eisen als Kupfer, also ist das völlig in Ordnung. So, Hälfte da rein, Hälfte da rein. Ich hätte jetzt gerne mehrere von diesen Splittern, damit ich euch den Trick zeigen kann. Und mehrere von den Underground Bales. So. Weg. Weg. Forschungspacks kurz unterbrechen. Ich will schöne Tricks zeigen. Du kannst noch. Hey, 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 ich will Baum fällen. So. Also, der schöne Trick sieht folgendermaßen aus: Man macht hier einen Schnitt rein. Man setzt den Splitter so hin, also mit diesen Pfeilen da nach oben. Dann wird es aufgeteilt in zwei Lanes. Das heißt, sie würden jetzt theoretisch nebenher laufen.
Aber man macht gleich hier hinter einen Knick, der so läuft. Und dann sieht das folgendermaßen aus. Wo setze ich hier am besten ab? Dahin. Das ist, kommt von links an. Jeder zweite wird eingesackt, auf das Förderband gelegt. Das Förderband kommt von rechts auf das Förderband und so liegen sie nebeneinander. Ganz einfach eigentlich. So, das Ganze machen wir hier auch nochmal. Drehen das Ganze mit R. Machen hier gleich wieder einen Knick. Und tada. Und wir kriegen noch Licht dazu. Das ist aber lieb Spiel. Als nächstes hätte ich gerne ein Sturmgewehr. Research. Falls die Außerirdischen etwas früher antanzen, wäre es doch schon ganz praktisch, bewaffnet zu sein. Und das mit den Belts hier, mit den Splittern. Es ist jetzt hier unten nicht ganz so wichtig, wo die Sachen liegen. Ihr merkt ja, da ist ganz gut Platz zwischen. Aber sobald sich das Zeug staut, wie hier, ist es schon recht praktisch, wenn beide Seiten angesprochen werden. Also wir machen so. Ich kann echt nicht nach unten laufen und F drücken gleichzeitig. Das ist der Hammer. So. Und weiter. Forschungspunkte, Forschungspunkte, Forschungspunkte. Wir könnten jetzt auch schon grüne Forschungspacks herstellen. Wir könnten auch schon grüne Sachen erforschen. Aber ich mache es meistens so, dass ich erst alle roten, dann alle rot-grünen, dann alle rot-grün-blauen nacheinander abgehe. Einfach so, um im Kanon zu bleiben, was man wann erforscht. Da kann man bestimmt ganz viel optimieren und so weiter, aber das will ich gar nicht. Ich will schön nach und nach alles haben. So, was haben wir? Wir haben Strom. Wir haben tierisch viel Eisen, wir haben tierisch viel Kupfer. Wir haben die ersten Labs, aber da könnten wir bestimmt noch mehr von bauen. Fabriken können wir noch nicht herstellen. Die müssen wir jetzt gleich erforschen. Was wir aber herstellen können, sind Lampen. Sehr, sehr viele Lampen. Um das Ganze ein wenig zu beleuchten. Also nicht nur für euch, damit ihr besser sehen könnt, was ich hier tue, weil YouTube doch ganz gerne Videos mal dunkler macht, sondern auch damit ich besser erkennen kann, was los ist. So. Dafür gibt es übrigens auch in-game später eine Lösung. Und zwar gibt es modulare Power-Rüstungen, wo man sich bestimmte Sachen einbauen kann, also ein Schutzschild, Nachtsichtgerät und so weiter. Und damit kann man halt nachts doch recht gut sehen. Aber es ist ziemlich grün. Müssen wir gucken, ob wir es auch benutzen. Oh ja. Oh, noch ein Belt, den wir gerade dazu bekommen haben, den ich jetzt nicht so wirklich brauche, aber ich zeige euch trotzdem mal ganz kurz, ist der Underground Belt. Funktioniert genauso wie der Untergrund, das Untergrundrohrsystem. Man macht einfach so, dass das Toreingang halt so rum ist, setzt es an das Fahrband, dreht es so um, dass das Torsystem nach oben zeigt. Ja, Militär erforscht, sehr gut. Und legt es dahin. Das kann man aber nicht so weit machen wie bei den Rohren. Ja, und alles, was jetzt hier reinkommt, geht jetzt unterirdisch und kommt da hinten wieder raus. Ganz einfach. Ist primär dafür da, dass man hier durchlaufen kann mit anderen Bells. So können die sich quasi kreuzen, ohne dass Gegenstände ausgetauscht werden. Was sehr praktisch ist. Aber ja, wie gesagt, hier Schnickschnack, also machen sie weg. Wir haben gerade Military erforscht, das heißt, wir können jetzt eine Submachine Gun herstellen, eine Schrotflinte und Schrotflintenmunition. Die Submachine Gun braucht nur ganz normale Pistolen und Munition, deswegen wurde hier keine extra aufgeführt. Und wir haben Feuerrate und Schaden von Patronen, also normalen Patronen und Schrotpatronen, freigeschaltet. Brauche ich aber erstmal noch nicht. Mir reicht erstmal nur eine Submachine Gun zu haben. So, was hätten wir denn gerne als nächstes? Ich hätte als nächstes ganz gerne die Assembling Machines, also die eigentlichen Fabriken. Das heißt, wir haben jetzt hier eine recht gute Versorgung, was Eisen und Kupfer angeht. Jetzt müssten wir das noch automatisieren. Damit ich aber in den nächsten Folgen das Ganze automatisieren kann, würde ich ganz gerne die Stromversorgung hier so hinbekommen, dass wir ein richtig schönes Gitter haben aus den Strompfosten. Um dann um die Strompfosten herum alles anzuordnen. Oh, und wir haben keine Spitzhacke mehr. So, du weg, du weg. Und 5 Spitzhacken bitte auf Vorrat. Danke. Es würde derart aussehen. Ich deute es mal an. Dunk, dunk. Wir nehmen... Oh, überall Bäume. So, wir nehmen diese 4 Pfosten. Lauf, 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 lauf. Darum noch mehr Bäume. Die 4 Pfosten ziehen um die Pfosten rum. Belts. Ich brauche mehr Belts. Und sorgen dafür, dass sie halt immer im Kreis laufen. Dung, 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 dung. Hier jetzt einen schönen Knick.
Da ein Knick. Da ein Knick. Da ein Baum. Da ein Knick. Und Licht. Ich glaube, bei den Ecken, da müsste Platz sein. So, das wäre jetzt eine Herstellungseinheit. Oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und da rein können wir jetzt sagen, okay, es wird jetzt von hier aus Eisen angeliefert. Dann werden hier 4 Fabriken reingestellt. Es müsste platztechnisch einigermaßen aufgehen. Und die bearbeiten dann aus allen Eisenplatten, die reinkommen, und machen daraus Schrauben. Die Schrauben werden dann irgendwo extern rausgezogen von so einem Arm. Und dann ist dieses Feld hier, diese 2x2 Pfosteneinheit, die ist nur dafür da, aus Platten Schrauben zu machen. Und dann haben wir irgendwo anders noch eine 2x2 Einheit, die ist nur dafür da, aus Kupferplatten Kupferdraht zu machen. Und so haben wir nach und nach unser ganzes Schachbrettmuster hier ausgelegt mit verschiedenen Unterabteilungen, die für verschiedene Sachen zuständig sind. Und diese Unterabteilung verknüpfen wir in der Art, dass es am meisten Sinn macht. Also dass zum Beispiel die Zahnradproduktion möglichst nah dran ist an dem Kupferdraht, damit man daraus dann in einem anliegenden 2x2-Feld ein anderes Zwischenprodukt machen kann. Und diese Optimierung ist nachher recht viel Friemelarbeit, aber je besser man das gestaltet, desto einfacher kommt man voran. Desto einfacher kann man die größeren Projekte angehen, um dann noch bessere Friemelarbeit zu machen. Und das macht Laune, das macht richtig schön Laune. Und zwischendurch halt Aliens abschießen. Da hatten wir bisher noch recht viel Glück gehabt, und das finde ich auch ganz gut so. Weil am Anfang schon eingerusht zu werden, ist ein wenig doof. Denn wenn man tot ist, ist man tot. So, weg, weg. Und wir haben noch gar nichts angestellt. Ich sollte mal das Sturmgewehr bauen. Klick. Und die Schrotflinte. Mit der habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Die soll ich mir mal angucken. So, was man jetzt machen muss, ist hier das Sturmgewehr darauf ziehen. Und jetzt könnten wir damit schon feuern. Ich schieße mal auf den Baum da. Also man geht einfach mit dem Mauscursor über das, was man abschießen will, und drückt C. Usch. Hat mir eben 2 Magazine gekostet. Wäre jetzt ein Alien hier gewesen, dann wäre über dem Alien so ein kleines Fadenkreuz aufgezaucht. Bei Bäumen ist das nicht der Fall, weil das Spiel wohl nicht davon ausgeht, dass man auf Bäume schießen will. Aber die wissen nicht, was für einen Hass ich gegen Bäume habe. Und die Patronenhülsen liegen hier rum. Sehr cool. Was macht die Schrotflinte? Also, Schrotflinte. Du mal weg. Du mal weg. Ah, okay. Es gab auch eine Taste zum Schnellwechseln, aber die benutze ich normalerweise nicht. Wow. Also eine Schrotflinte ist definitiv nicht so gut beim Bäume erschießen. Aber ich denke mir, bei Weichzielen wie Aliens könnte das besser aussehen. Ich bleib derweil aber dann doch lieber bei dem Sturmgewehr. Das heißt, du weg. Du weg. Du dahin. Wo ist meine Munition? Da. Wir brauchen unbedingt mehr Munition. Braucht Gott sei Dank nur 2 Eisenplatten. Das ist gut so. Also sacken wir nochmal kurz die Ressourcen hier ein und boah, ist das viel. Yay. Richtig, 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 richtig viel Zeug. Aber gut. Für die nächste Aufnahmesession. Wir würden gerne, oder wir müssten besser gesagt, einmal alle Stone Furnace nachfüllen. Dafür gehe ich schon mal Kohle schnappen. Baum weg. Stecke ich echt hier fest. So. Also wir schnappen schon ein bisschen Kohle. So, so. Oben könnten wir theoretisch auch noch eine Kiste hinstellen, die überschüssige Kohle einsammelt. Ich glaube, das mache ich auch gleich mal. Das heißt, ich setze hier eine Kiste hin. Ne, warte. Ich setze da eine Kiste hin und zeige euch mal den langarmigen. Den habe ich noch gar nicht. Schade. Du dahin. Dann du dahin. Du dahin. Und der schnappt sich jetzt einfach hier Kohle. Da hier nicht so viel verbraucht wird, kann er sich ganz viel rausnehmen. So haben wir hier auch ein kleines Kohlelager. Weil Ressourcenverschwendung ist immer so eine Sache. Also man hat zwar später ziemlich viele Ressourcen, aber so ganz sind wir noch nicht da. Also, nächste Folge. Einmal alle Furnaces auffüllen. Dann hier die erste Automatisation anfangen. Dafür brauchen wir mehr Science Packs. Und mehr Forschung, weil wir haben die Automation noch gar nicht freigeschaltet. Also die Fabriken. Dann die Fabriken aufbauen. Dann zeige ich euch, wie man die Fabriken einstellt.
Und dann müssen wir uns noch überlegen, welche Fabriken denn hier nebenkommen, wie wir den Abtransport gewährleisten, ob wir uns irgendwo ein riesiges Lager aufstellen, wo ich echt dafür bin. Also einfach hier, wie viele Sachen können wir gerade herstellen? Also für jede Rohressource eine Kiste. Einfach nur, dass man im Notfall was in der Nähe hat. Dann für alle Zwischenprodukte eine Kiste und dann für Endprodukte eine Kiste. Und dann haben wir schon recht viele Kisten hier auf dem Haufen. Aber sowas habe ich immer ganz gerne. Weil die Maschinen machen zwar später ziemlich viel, aber der Spieler muss immer mal wieder zwischendurch was herstellen. Und das, sein Inventar sollte auch aufgestockt sein. Da gibt es übrigens auch ein sehr nettes Feature für. Und zwar kann man das später so einstellen, wenn man diese fliegenden Roboter hat, dass die fliegenden Roboter, wenn sie einen sehen, einen immer mit einer gewissen Anzahl an Gegenständen bestücken. Also ich sage zum Beispiel, immer wenn mich ein Roboter sieht, hätte ich gerne, dass geguckt wird, wie viel Munition ich habe, und Munition soll aufgestockt werden auf 100. Oder ich hätte gerne immer 100 Inserter und 100 Förderbänder bei mir, falls ich mal irgendwo was Kleines aufbauen will. Und dann checken die Roboter jedes Mal in der Nähe, ob ich die Sachen habe, und wenn nicht, kommen sie angeflogen und drücken mir das Inventar. Das finde ich sehr stylisch. Hat so ein bisschen was von Iron Man, wo die Rüstung sich um einen rum assembled. Und ich wollte Lichter auch noch heute aufstellen. Ich mache einfach mal unter jedem Pfosten, wo Platz ist, ein Licht hier runter. Dann haben wir eine Lichtspur bis zu unserer Produktionsanlage hier unten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ja, jetzt erstmal Schluss und wir sehen uns gleich wieder.